Hallo, du wundervolle mondanbetende Seele. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Mindful Muse. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Mein Name ist Lisa und ich möchte heute mit dir meine Impulse zum Neumond in Wassermann teilen, der ja am 21.01. stattfindet. Und wie ich finde, einfach ja, so eine richtige Einleitung in so eine neue Qualität und auch so ein bisschen der für mich vielleicht eher offizielle Start in das Jahr, ja, der aktive Teil irgendwie vom Jahr beginnt jetzt dann. Und es ist ja nicht nur eben diese Wassermann-Qualität, die als Archetyp ja auch einfach für unsere Zukunft steht, aber auch einfach so gesehen von den aktuellen Positionen her, ja, ist es einfach so eine ganz neue Zeitqualität, die eingeläutet wird. Heute ist der 12.01., an dem ich dieses Video aufnehme und es dauert nur noch ein paar Stunden, dann wird Mars endlich wieder direkt gehen, ja, nach diesen ganzen 3 Monaten, in denen er sich jetzt wirklich so reingebohrt hat irgendwie in diese Zwillingsenergie und irgendwie so intern ganz viel angestaut hat, wird das jetzt einfach mal auch wieder einen Schub nach vorne geben. Merkur wird am 18. wieder vorwärts laufen und dann einen Tag nach dem Neumond wird auch Uranus als allerletztes wieder direkt gehen. Und dann haben wir erstmal für einige Monate tatsächlich alle Planeten direkt und es wird so eine richtige Aktivität geben. Und es kann auch jetzt die ersten Tage, also falls du dieses Video jetzt vor dem Neumond anschaust, so ein bisschen komisch sein, gerade wenn Mars erstmal wieder direkt kommt, nach so langer Zeit, wo die Energie, ja, unsere Antriebskraft eher so intern war und wir nicht so wirklich in die Aktivität und in die Umsetzung der Dinge kommen konnten, da kann das auch erstmal so ein bisschen komisch werden, ja, gerade für Leute, die viele Widderpositionen haben oder eben Planeten im Skorpion. Da kann es so ein bisschen zu so Frictions kommen, ja, zu Reibungen, weil Mars ist einfach auch der Kriegsplanet. Und ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass spätestens zum Neumond wir uns dann alle hin dahin gewöhnt haben, dass es eben wieder so ein bisschen nach vorne geht und wir hoffentlich alle einfach diese Monate bis Mai dann nutzen können, um unsere ganzen Impulse umzusetzen, die wir eben jetzt so gefasst haben in den letzten Wochen. Ein Neumond findet immer dann statt, wenn Sonne und Mond sich sozusagen treffen, ja. Und diesmal treffen sie sich eben auf 1 Grad Wassermann. Und ich habe das ja schon öfters erwähnt, ja, wir haben eben eine Reihe von 5 Neumonden, die auf dem 1. Grad stattfinden. Und das ist jetzt der 3. davon. Und dieser findet eben in einer Konjunktion mit Pluto statt. Der steht jetzt ganz am Ende von Steinbock. Und wer die Vorschau-Videos für 2023 gesehen hat, der weiß, was für ein großer Transit eben uns da im März bevorsteht, wenn Pluto eben das allererste Mal in Wassermann weiterzieht. Und für viele Astrologen ist es auch einer der Punkte, der eben so dieses Wassermann-Zeitalter wirklich auch mit einläutet. Ja, es ist ein ganz großer Schritt. Pluto wird da erstmal nur 3 Monate sein und dann eben wieder zurückgehen. Aber jetzt wird er da eben noch ein letztes Mal wirklich aktiviert im Steinbock, ja. Und Steinbock steht für unsere Strukturen, ja, für Systeme, für Grenzen, für Einschränkungen. Und dann aber eben auf 1 Grad Wassermann der Neumond, der dann auch für das Neue steht. Also diese Balance zwischen den beiden, ja. Dieses Bewusstsein da drauf, was schränkt uns ein, wo wollen wir hin? Es ist wie so ein wegweisender Impuls, ja, der dir zeigt so, okay, wo willst du eigentlich noch festhalten und wo willst du loslassen? Also es ist ganz gut für dich auch mal zu gucken, okay, wo ist Wassermann bei dir im Chart? Ja? Je nachdem, welcher Aszendent du bist, kannst du mal gucken, wo Wassermann in welchem Haus es eben stattfindet. Und dann eben auch schauen, ob du da vielleicht Planeten oder irgendwelche Punkte auf den 1. Graden hast. Ja? Und generell ist einfach der Lebensbereich, der von Wassermann beherrscht ist, der bekommt so einen neuen Schub jetzt über die nächsten Jahre. Ja? Gerade jetzt mit diesem Übergang von Pluto, von Steinbock zu Wassermann wird sich das so anfühlen, als würde was Neues kommen, aber das andere ist noch nicht richtig abgeschlossen. Ja, es ist irgendwie so ein Dazwischen, noch nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie. Es ist so, man kann auch so ein bisschen verwirrt sein und so zwischen den Stühlen stehen. Ja, dieses Gefühl der Unwissenheit irgendwie. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an so Momenten, wo eben die Sonne und der Mond dann dort sind und uns diese Möglichkeit geben, eben da Bewusstsein reinzubringen, dass wir ganz genau gucken, okay, was ist wirklich wichtig für mich. Wenn wir über Veränderung reden, ja, dann ist es ja nicht so, dass wir immer radikal alles verändern müssen. Ja. Es ist ja nicht alles, was wir in unserem Leben haben, schlecht. Nicht alles muss verändert werden. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns wirklich bewusst werden, so okay, welche meine Dinge, die ich mir in den letzten Jahren, Jahrzehnten oder wie lange auch immer angeeignet habe, sind wirklich wertvoll für mich? Welche möchte ich behalten? Und wo möchte ich vielleicht nochmal mehr Intention zum Loslassen reinsetzen? Ja, einen Neustart machen? Was möchte ich reinbringen?
Der Wassermann ist ja auch etwas ganz Einzigartiges, etwas, was rebellisch ist, etwas, was sich eben sträubt gegen diese, ja, so ein bisschen eingeengte Denkweise auch, die der Steinbock eben mitbringt, ja. Steinbock, der eben fürs Government und für Systeme steht und Wassermann, der eben für, ja, die Zukunft der Menschheit, ja, das Positive, es geht da um die Gesellschaft an sich als Ganzes eben und nicht mehr um die einzelne Person. Ich glaube, wir kommen nicht mehr lange drum herum zu begreifen, dass das System und diese Strukturen, die wir haben, nicht wirklich irgendwie haltbar sind für uns als Gesellschaft, ja, dass sie nicht nachhaltig sind und dass sie einfach nicht funktionieren auf einer Ebene, die wirklich sozial orientiert ist und für eben alle Menschen und für jegliche Form von Lebewesen, Natur, Tiere und so weiter, dass es halt nicht nachhaltig ist. Es wird nicht funktionieren. Und wir müssen mehr Platz für Bewusstsein machen, für Spiritualität, für Rituale in unserem Alltag wieder zurückzufinden und loszulassen von dieser, ja, auch Leistungsgesellschaft, die ja auch ganz stark von Steinbock eben geprägt ist. Das Wassermann-Zeitalter generell lädt uns auch einfach ein bisschen verrückter zu sein, mehr quirky zu sein, ja, anders zu sein und dazu zu stehen, ja. Also es ist okay, spirituell orientiert zu sein zum Beispiel, ja. Ich hatte gestern ein ganz interessantes Gespräch auch mit Freunden von mir und die haben halt auch nochmal erwähnt, so wie krass es eigentlich ist, dass die Kirche sich alles unter den Nagel gerissen hat in unserer westlichen Gesellschaft, was irgendwie mit Spiritualität zu tun hat. Und da wir uns einfach immer mehr von der Kirche irgendwie abgrenzen wollen und von diesem ganzen Ding, können ganz viele Leute eben nichts mit diesem Begriff Universum und Göttlichem und so Ritualen und so kleinen Sachen irgendwie anfangen und haben so eine Abneigung dagegen. Und wir sind wirklich so an diesem Übergangspunkt, ja. Es ist oft noch irgendwie so ein bisschen belächelt, wenn man darüber redet, ja. Ich selbst merke für mich, wie schwer es mir manchmal fällt, gegenüber Leuten zu sagen, dass ich Astrologie mache oder dass ich an Wiedergeburt glaube. Wenn ich Seele oder andere Worte in den Mund nehme und manchmal die kleinen Zuckungen in den Gesichtern von Menschen sehe, die einfach nicht so viel damit zu tun haben, ja. Und es ist einfach wichtig, dass wir natürlich alle Meinungen akzeptieren und dass wir Raum schaffen, dass eben alles seinen Platz findet. Aber es ist auch wichtig, dass wir eben authentisch werden und dass wir eben dazu stehen, ja, diese nicht normalen, etwas für verrückt angesehenen Dinge, an die wir irgendwie glauben. Ich, wie wahrscheinlich auch du, wenn du dieses Video gerade anschaust, es muss mehr Raum dafür geben und wir müssen den schaffen und Bewusstsein schaffen und eben nicht mehr ins Verstecken gehen. Der Wassermann ist weird, der ist strange, der will gegen den Strom schwimmen, der will anders sein, der will nicht normal sein, der will auf jeden Fall revolutionär sein. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ja, am 22., also einen Tag nach dem Neumond, geht dann eben auch Uranus direkt. Und Uranus ist eben der moderne Herrscher von Wassermann, ja, also auch da dieses Rausgehen, ja, diesen Impuls durch den Neumond und dann diesen Mut und diese Energie, eben das wirklich nach außen zu tragen, nach vorne zu tragen. Es gibt uns allen diesen Push und dieses Momentum. Gleichzeitig haben wir Jupiter in Widder, ja, das ist eine ganz schnelle Energie, das ist total intensiv, das ist wahrscheinlich viel schneller als alles, was wir in den letzten 2 Jahren eben erlebt haben, ja. Wir haben durch die Pandemie und diese ganzen Lockdowns und was wir alles erlebt haben, eben so eine Verlangsamung gehabt, ja. Alles war irgendwie langsamer, als wir uns das vielleicht erhofft haben. Es war auch gut auf viele Art und Weise, ne? Aber jetzt wird es schneller so. Dieses Jahr wird viel schneller werden. Dieses Jahr wird ganz viel passieren. Ende des Jahres, glaube ich, stehen wir als Gesellschaft, Menschheit, im Einzelnen wie auch im Großen gesehen, an einem ganz anderen Punkt, den wir uns jetzt auch noch gar nicht irgendwie vorstellen können, weil wir eben aus dieser langsamen Phase heraustreten. Der Neumond steht eben auch in einem Trigon zum Mars in Zwilling. Mars in Zwilling, das ist ja so ein bisschen das Zukunftsdenken. Und ich habe es ja vorhin gerade schon erwähnt, ja, Mars war ganz lange rückläufig jetzt und in der Nacht vom 12. auf den 13. wird er endlich wieder direkt gehen. Also alles, was wir die letzten Monate für uns im Inneren begriffen haben, da werden wir jetzt auch eben aufgefordert, das auch wirklich aktiv umzusetzen, ja, nach außen zu tragen, ja, Veränderung im Außen, im Großen und im Kleinen. Gleichzeitig haben wir eben auch eine Saturn-Venus-Konjunktion im Wassermann und das finde ich eben auch wunderschön, weil Saturn und Venus, ja, die Struktur aus der Liebe heraus, aus der Akzeptanz heraus, einen Raum für alle schaffen und nicht nur für die einzelne Person. Wie kann ich mehr akzeptieren der Andersartigkeit?
ich möchte akzeptiert werden, aber kann ich auch wirklich alle anderen akzeptieren? Die anderen mit ihrer Meinung, die vielleicht in mir total sauer aufstößt, die mich vielleicht irritiert, ja? Kann ich Verständnis für andere finden? Ich muss niemanden unterdrücken oder fertig machen, klein halten oder versuchen zu verändern, nur damit ich mich irgendwie besser fühle, weil der andere irgendwie halt anders ist und das vielleicht auf eine Art und Weise auslebt, die mich irritiert. Vielleicht auch, weil ich mich selbst nicht traue, eben meine Einzigartigkeit wirklich auszuleben, weil ich eben Angst habe, gegen die Norm zu schwimmen, ja. Kann ich es akzeptieren, dass jemand so mutig ist und wirklich rausgeht und aufsteht gegen andere und vielleicht auch einfach nicht mit der Masse mitläuft? Wir haben das ja im letzten Jahr schon ganz viel gehabt, ja, das Thema Meinungsfreiheit und wie, was darf ich mich äußern, wie darf ich mich irgendwie äußern, ja. Cancel Culture in den letzten Jahren auch sehr extrem einfach geworden. Manche Sachen wollen wir nicht hören, ja, das wollen wir lieber verdrängen, die Meinungen. Wir sehen das ja auch immer wieder mit bekannten Leuten aktuell, ja. Also was heißt eigentlich wirklich Akzeptanz und Toleranz und kann ich das Mysterium im anderen wirklich irgendwie feiern? Kann ich das akzeptieren, auch wenn es so anders ist? Aber dafür vielleicht mein Mysterium auch mehr gesehen werden kann und auch akzeptiert werden kann. Können wir nebeneinander leben, ja, ohne versuchen, uns zu verbiegen? Es wäre zumindest die Vision, die ich für eine Zukunft habe und wo ich hoffe, dass wir irgendwie uns langsam annähern werden. In der Numerologie, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist wieder ein Neumond in der 1, der dritte in der Reihe von 5. Der Neumond steht sowieso für einen Neustart, die 1 steht für einen Neustart, einen Neuanfang. Ja, es ist die Energie des Pioniers, es ist das Momentum, was uns antreibt, eben wirklich umzudenken, unsere Visionen in die Welt zu bringen. Ja, wir haben eben 5 Monate Zeit, immer wieder das ins Bewusstsein uns zu bringen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns? Klarheit zu schaffen, rauszugehen, wieder neu zu überdenken. Ja, also es muss nicht eine sofortige Veränderung sein. Ja, es kann eben sich über einen Zeitraum entwickeln. Und das ist eben ja auch gerade das Schöne daran. Wir haben eben Zeit, in diese neuen Gefilde vorzudringen. Ja, die Kontrolle über unser Leben zu nehmen. Es ist auch einfach diese extrem unabhängige Energie, wo wir begreifen, okay, wir brauchen nichts im Außen, um uns zu verändern. Wir brauchen nichts im Außen, um glücklich zu sein. Es geht wirklich nur um uns und wir sind genug für uns und wir können in Liebe teilen. Wir sind nicht abhängig. Eins der abgefahrensten Dinge fand ich jetzt auch für den Neumond eben wieder mal das Human Design Tor. Also es ist Tor 60. Jeder kann es ja auch nochmal für sich selbst irgendwie ein bisschen durchlesen, wenn ihr euch da tiefer mit beschäftigen wollt. Aber es ist eben das Tor der Akzeptanz und gleichzeitig auch der Beschränkungen. Und auch dort eben findet dieses Tor eben zwischen dem Ende von Steinbock und der Anfang von Wassermann. Also ein Human Design Tor ist immer ungefähr 5 Grad und fasst halt eben auch hier diese alte Energie und diese neue Information irgendwie zusammen und regt halt da auch so ein bisschen zur Mutation an. Ja? Also es geht wirklich darum, diesen inneren Druck in uns selbst zu finden und dann zu mutieren in irgendwas Neues. Es geht eben um diese durchdachte Weiterentwicklung. Nichts Überstürztes, nichts Sprunghaftes, ja, also nicht verändern, nur weil wir uns jetzt verändern müssen, sondern weil wir festgestellt haben, was wertvoll für uns ist und was gehen darf. Und dann wirklich bewusst, ja, ganz bedacht, diese Steinbockqualität, dieses, okay, ich weiß, was gut ist für mich und ich gehe langsam die Schritte, ja, one by one. Irgendwann werde ich den Gipfel des Berges auch erreichen. Es geht eben darum, die Limitationen zu akzeptieren und dadurch dann zu transzendieren, ja. Also eine praktische Evolution findet nicht von heute auf morgen statt, ja. Die hat ihre Limitationen und da kann nicht alles perfekt sein und vor allem nicht für jeden Einzelnen für uns, weil dann würden wir nie wieder zusammenkommen, ja. Jeder hat seine eigene Meinung, es gibt 1 Million verschiedene Art und Weisen, wie wir uns irgendwie die Zukunft vorstellen und wir können das nicht zu 100% bedienen. Diese Energien, die wir jetzt eben die letzten Monate und auch die kommenden Monate spüren, ja, das ist wie so ein Katalysator für Veränderung. Und das Beste, was du machen kannst, ist sie so zu nutzen, dass du irgendwie für dich was mitnimmst und dass du Vorbild bist und dass du andere inspirierst. Und ich hoffe, dass du da deinen eigenen Weg finden kannst, so wie ich hoffe, dass ich meinen eigenen Weg finde. Und hoffe, dass ich hier zum Beispiel mit diesen Videos irgendwo einen kleinen Impuls bei dir setzen kann, auf dich zu vertrauen, wirklich reinzuspüren, ja. Was sind eben für dich diese Gleichberechtigungsthemen? Welche Zukunftsvision hast du? Wie möchtest du eine Gesellschaft sehen? Wie soll dein Leben eigentlich aussehen? Bist du glücklich? Was möchtest du verändern? Ne? Im Innen, im Außen? Was möchtest du als großes, globales, als Veränderung wirklich sehen? Was erhoffst du dir von der Zukunft? Für dich, aber vielleicht auch für deine Kinder, für einfach nur Mitmenschen? In diesem Sinne,
Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Neumond, einen wunderschönen Start mit dieser aktiven Energie, die jetzt reinkommt. Ich glaube, das Jahr wird eben erst zum Ende des Januars wirklich richtig losgehen. Und ich mache auch noch ganz langsam, wie du schon merkst, es gibt aktuell immer noch nur ein Video auf dem Kanal, aber ich will mich auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Bin auch noch so ein bisschen am Sortieren und so, nutze diese Merkur-Rückläufigkeit in Steinbock auch gerade sehr einfach, um diese pragmatischen Dinge irgendwie abzuarbeiten. Finde es ganz schön und bin auch noch wie so ein bisschen zwischen den Jahren gefangen und finde es aber eigentlich ganz nett so. Anyhow, ich wünsche dir alles Gute und pass auf dich auf. Wie immer, ich würde mich total freuen, wenn du deine Erfahrungen in den Kommentaren mit mir teilst, dem Video vielleicht ein Like gibst und vielleicht sogar meinen Kanal abonnierst, damit du kein weiteres Video verpasst. Pass auf dich auf. Namaste.